Julius Leber war SPD-Reichstagsabgeordneter, der nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 31. Januar 1933 verhaftet worden war. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und anschließend für 2 Jahre in Konzentrationslagern festgehalten. Hey! Weißt du, wer Julius Leber ist? Julius Leber. Nö. Ich hab so ein Buch gefunden. Was ist das? Julius Leber. Warum hat der überhaupt Leber? Weiß ich nicht. Vielleicht erfahren Sie das hier drin. Langweilig. Guck mal, mit da oben ist noch die Leberstraße. Warum heißt es nicht? Nach seiner Entlassung konnte er als Kohlenhändler seine Existenz sichern und auch seine Familie miternähren. In der Anonymität der Großstadt wurde die Kohlenhandlung zur Verschwörerbude. Die Kohlenhandlung war hier direkt um die Ecke. Ich geh dahin. Ich komm mit. Okay. Leber schuf Verbindungen zu den Mitgliedern des Kreisauer Kreises und schloss sich auch der Widerstandsgruppe der Verschwörer des 20. Juli 1944 an. Aufgrund seines Netzwerkes hatte Leber eine Schlüsselrolle inne. Er sollte nach einem gelungenen Umsturz Innenminister werden. Die Hinterstube der Kohlenhandlung wurde ein wichtiger Treffpunkt für die Widerstandsbewegung gegen die Nationalsozialisten. Anfang Juli 1944 wurde Leber, wahrscheinlich aufgrund des Verrats eines Spitzels, in der Kohlenhandlung verhaftet. Julius Leber wurde vom Volksgerichtshof zum Tode durch den Strang verurteilt und am 5. Januar 1945 in der Haftanstalt Plötzensee hingerichtet. Anne-Dore Leber führte nach dem Krieg die Kohlenhandlung ihres Mannes weiter. Sie ließ dieses Haus hier bauen und betrieb darin auch ihren Mosaikverlag. Auf dem das Grundstück steht, wurde 2016 in Anne-Dore-Leber-Park umbenannt. Wie cool das wäre, wenn die Tür jetzt aufgeht. Hallo? 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 Ist schon ein bisschen unheimlich. Ja. Alter, ist das. Was ist das? Noch ein Buch. Hier gab sie das Buch Doch das Zeugnis lebt fort heraus, in dem es mehr als 20 Jahre nach dem Holocaust um den jüdischen Beitrag zu unserem Leben ging. 2021 ist ein Jubiläumsjahr, denn seit dem Jahr 321, also seit 1700 Jahren, leben nachweisbar Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschland. Grund genug, uns Anne-Dore Lebers Buch von 1965 genauer anzusehen. Sie gewann dafür prominente Mitstreiter, ProfessorInnen und PublizistInnen, die das jüdische Leben in Deutschland seit der Aufklärung schildern. Die einzelnen Kapitel widmen sich den Bereichen Recht, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Pädagogik, Kunst und Kultur. Im Geleitwort schrieb Anne-Dore Leber: Dieses Buch entstand in dem Gedanken, dass Wahrheit und Gerechtigkeit von uns fordern, den jüdischen Anteil an unserem Leben in Erinnerung zu rufen und bewusst zu machen, welche Werte dadurch unserem Volk, unserer Nation zuteil wurden. Die Darstellung erstreckt sich auf einen Zeitraum von über 100 Jahren. Sie gilt Menschen mehrerer Generationen einer deutschen Wirklichkeit, aus der eine Fülle von Zeugnissen vorliegt. Die Beispiele sollen Bedeutung und Vielfalt der Leistungen aufzeigen. Das war krass. Komm, wir gehen nach Hause. Ich hab Hunger. Ich nicht. Zu dem Buch wird ab dem 8. Mai 2021 eine Ausstellung auf dem Gelände der ehemaligen Kohlenhandlung hinter dem Zaun präsentiert.
Sie kann dann auch auf der Website gedenkort-leber.de abgerufen werden.